Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Richard 3 und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich mega freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir haben gerade ein paar andere Klamotten an als am letzten Mal. Ich bin ein bisschen rumgereist, habe mir diese Klamotten wieder besorgt, weil wir mit diesen Klamotten hier in das Haus der Erholung können. Ich glaube, das hieß Haus der Erholung, ne? Ja, genau. Das ist quasi nichts anderes als ein Nilfgaardischer Puff an der Front. Eine falsche Bewegung. Wir können jetzt hier rein und das machen wir aus einem ganz bestimmten Grund. Ich weiß jetzt gleich offenbaren werde. Erstmal ist es natürlich interessant, mal den Nilfgaardischen Puff zu sehen. Das ist also das, worauf Nilfgaarder so stehen. Aha, aha. Interessant. Yeah. Und da ist es. Ja, die Nilfgaarder Rüstung, die ist neu. Die ist neu im Next Gen. Oha. Krieg ich jetzt Ärger? Nee, ich kann da nicht durch. Sonst bricht er dein Gewicht. Was für ein Lächeln. Wie eine offene Wunde. Da hinten ist eine. Da ist auch noch eine Truhe und alles. Und ich, kann ich das klauen da vorne? Nee. Schade. Auf jeden Fall können wir uns jetzt umziehen. Der Helm ist eine Waffe? Ne, es ist eine Maske natürlich. So. Geralt, deine Nilfgaarder. Aber das hat alles einen Grund, warum ich das mache. Und zwar folgenden Grund. Wir können nämlich jetzt an einen Ort, wo wir sonst nicht hätten hingehen können. Tatsächlich, wir hätten da hingehen können, aber alle hätten uns angegriffen, wenn wir da hingegangen wären, soweit ich mich richtig erinnere. Dann schauen wir mal. Ob das jetzt klappt. Da ist zwar nichts zu finden, noch nichts zu sehen, aber ich will es trotzdem machen. Ist halt neu, ne? Ist halt neu im Next-Gen-Update. Ja. Also gucken wir da mal. Nordling? So. Aber der hat mich erkannt als Nordling, lustigerweise. Ich hoffe, ich wurde nicht getrollt und das funktioniert wirklich. Also es bringt einem nichts, aber... Nee, hier kommt man auf jeden Fall nicht durch. Man kann da bestimmt auch wieder durchpacken oder so. Und wird dann nicht angegriffen oder so. Ich weiß halt nicht wo. Oh, hier unten sind Miner, also Kriegsgefangene. Oha. Habe ich vorhin noch nicht gesehen. Ich habe mich hier noch nie so wirklich umgeschaut, wenn ich ehrlich bin. War nie so der Hauptpunkt meiner Aufmerksamkeit. Huh. Umkehren oder weitergehen? Ja, ich bin ja umgekehrt. Das ist ja gut, Spiel. Man kann da aber jetzt irgendwie wohl rein, habe ich gehört. Also zumindest ohne angegriffen zu werden. Ich nehme an, dass man nur mit Cheats da rein kann. Und dann wird man nicht angegriffen. Bringt einem halt nicht viel, ne, logischerweise. Man läuft halt an den Zelten darum. Das ist alles, was man tut. Ist jetzt nicht so besonders. Ich hätte es gerne gesehen, aber naja, ist halt so. Da kann man vielleicht mit denen reden, um reinzukommen oder sowas. Ja, ich habe dich in Büsima gesehen. Ich muss auch das richtige Schwert noch dabei haben oder so, ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man sich auch wirklich durchbacken. Vielleicht geht das hier in den Zelten. Oh, warte mal, hier. Ich dachte gerade, da wäre ein Weg rein. Also wenn es irgendwo einen Weg gibt, dann hier. Sieht aber schlechter aus. Hm.
Aber ist nicht schlimm, wir müssen eh in diese Richtung hier. Von daher passt das schon. Können wir hier mal ganz kurz lang gehen. Vielleicht finden wir hier einen Eingang. Ich glaube nicht, dass wir einen Eingang finden werden, aber... Aber wir müssen eh hier lang. Wir müssen nach vorne zu dem Turm, den wir da hinten sehen. Da müssen wir wieder hin. War das der Turm? Ich glaube schon. Na, sieht schlecht aus mit dem Weg da rein. Dann lassen wir mal ganz kurz wieder unsere guten Sachen anziehen. Die Frage ist, was war das nochmal? Die vergessene Wolfsrüstung, genau. Die hatte ich angezogen gehabt. So. Ja, so müsste alles in Ordnung sein. Ups, der Helm. Dieser hässliche Helm muss weg. Neblinge. So, erstmal ganz kurz gucken. Ich wollte dir noch was Geheimes zeigen. Ah, wir können uns ja dahin teleportieren. Ah. Dann können wir ganz kurz hier hinlaufen und uns hin teleportieren. Da gibt es noch was Schönes zu entdecken. Etwas Geheimes. Es gibt nämlich in Cyberpunk so dieses komische mit den Menschen, da ist auch dieses 08, keine Ahnung was, so ein Hexcode FF06 noch was und so bestimmte Linien und sowas, und die sind hier auch zu sehen in dem Spiel. Es gibt jetzt ein Easter Egg, ein Cyberpunk Easter Egg sozusagen, ja, und das will ich euch noch zeigen. Wenn das Video hier rauskommt, ist es vielleicht schon aufgelöst worden, was das ist und wieso und was man da vielleicht mal machen kann. Möglicherweise zeige ich euch jetzt was schon längst gibt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Junge! Schmeckt dir das, Sil? Alter Schwede, Bruder, ist auf einmal ein Zyklop. Alter Schwede! What? Hier war vorher nichts. Also ein paar Fliegeviecher waren hier, aber keine Zyklopen waren hier. Alter Schwede! Puh! Ekim hatten wir schon gelesen, oder nicht? Ah, den hatten wir nicht gelesen. Ja, aber das... Was haltet ihr davon? Wir nehmen einen langen Pfahl, spitzen ihn an und rammen ihn den Zyklopen ins Auge. Dann schleichen wir als Schafe verkleidet aus der Höhle. Wäre das keine gute Idee? Odessa Tucker, Reisender, verstarb unter tragischen Umständen auf Spikarok. Zyklopen sind leicht an dem einzigen Auge in der Mitte ihrer Stirn zu erkennen. Falls das Auge aus irgendeinem Grund nicht zu sehen sein sollte, sind andere charakteristische Merkmale ihre enorme Größe, unglaubliche Stärke und ein brennender Hass auf alle Menschen. Eieieiei. Also bei Hass bin ich raus. Was ist das denn? Kernon, ach so. Ja gut, das war beim Bestimmter, ne? Ja, okay. Die Geschichte haben wir ja erlebt, da brauche ich nicht nochmal durchlesen, was da steht. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist das Schnellreiseding. Heute gibt's geschmorten Zyklopen. Zum Mittag. Ich glaube, in jedem Ding gibt's jetzt hier einen Hebel, ja. Hier ist ein Hebel. Sonst gibt ja noch irgendwo so ein anderes Ding. Und scheinbar sind auch diese Ruinen hier neu, habe ich jetzt gehört. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, die Ruinen gab es auch schon vorher. Und ich dachte auch, hier wäre eine Quest, hatte ich euch ja gesagt. Ich dachte, hier gibt es eine Quest, aber das ist wohl nicht so. Das ist ein anderer Ort. Das ist ein anderer Ort. Kann es sein, dass das Ding hier unten die letzte Ruine ist? Das steht mir stark an, ne?
Schauen wir mal kurz. Ist ja nicht weiter Weg. Ja. Und in diesen drei Ruinen gibt es ja einen Hebel. Den einen haben wir ja schon gezogen. Vielleicht müssen wir die nochmal ziehen. Keine Ahnung. Aber wenn wir sie alle drei gezogen haben. Warte mal, die. Hatten wir den schon? Weil nach unten ist doch betätigt, oder nicht? Okay, dann müssen wir vielleicht noch den ganz oben machen. Keine Ahnung. Ah, das ist ein Zyklop gespawnt. Ich bin mir gerade unsicher, ob das was Neues, also das eine Erkenntnis zu dem Geheimnis ist, was ich vielleicht posten sollte. Ich weiß nicht, ob hier normalerweise auch ein Zyklop spawnt. Ich wusste nicht, dass es im Hauptspiel überhaupt einen Zyklopen gibt. Also vielleicht ein Skellige, aber nicht hier, in Velen. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemanden Zyklopen in Velen gesehen habe. Ah, hier müsste dann der Hebel sein, ne? Ah, da ist. Da ist er, glaube ich. Nee, was ist das? Ach so. Nee, das ist gar nicht der Hebel. Man sieht da unten noch was, seht ihr das? Das ist irgendwas zu entdecken da unten. Interessant. Und wo ist denn jetzt nochmal der Hebel? Uff. Belastend. Für so lange Reisen bin ich langsam zu alt. Ja. Geralt wird zu alt, ich merke das schon. Ganz schön verwirrend, wo ist denn dieser doofe dritte Hebel? Kann es sein, dass das hier vorne ist irgendwo? Hier da unten? Nee, da ist nichts, ne? Ich dachte gerade, da wäre vielleicht noch irgendwie eine Markierung. Ha, hier muss es noch einen dritten Hebel geben. Ich bin zu blöd, ihn zu sehen. Gibt es hier eigentlich eine Höhle irgendwo in der Nähe? Weil das ist ja dieses Ding, was man entdecken kann da unten drunter. Sieht aber nicht aus wie eine Höhle. Ich finde den Hebel schon irgendwie. Die haben die aber nicht rausgepatcht jetzt mit dem letzten Update, ne? Weil es gab ein kleines Update. Nicht, dass sie es rausgepatcht haben, weil sie hier ein Easter Egg irgendwas einbauen wollten und es dann doch nicht gemacht haben und dann haben sie noch was drin gelassen und das haben sie jetzt rausgelöscht wieder. Ich bin, glaube ich, einfach nur so doof, den Hebel zu finden. Ich glaube, das ist der Grund. Hier zeigt er nach unten, genau. Dann lass mal auf der Karte nochmal gucken. Ob ich irgendwas erkenne.
vorne wäre noch was, ne? Da. Vielleicht war das so. Vielleicht nicht bei dem großen Turm, sondern bei den kleinen Dingern drumherum. Ja, ja, das könnte es. Ja, das wird sein. Guck mal, da hinten ist es. Ich glaube, das ist es. Da müssen wir hin. Ja, da ist der Hebel. Interessant. So, jetzt hat sich auf einen dieser Türme auf jeden Fall irgendwie ein Portal geöffnet. Hier gewesen? Nö. Da ist nix. Aber hier oben kann das ja nicht gewesen sein. Das wird zu hoch. Da kann man ja nicht hochklettern. Hm. Suchen wir mal. Einfach mal schauen, wir finden das schon. Oh mein Gott, da ist schon eine Erscheinung. Ja, aber hier kann es ja nicht sein. Dann muss das was da oben sein. Schauen wir mal. Das ist der einzige Ort, auf dem ich glaube, dass man hochklettern könnte. Aber hier ist nix. Hm. Verwirrend. Ich entdecke das auch gerade alles erst, ne? Also, ich habe nur gehört, dass es diese drei Hebel hier gibt, wo ich diesen Hebel betätigt habe. Und dass ich da ein Portal öffne und man da irgendwas mit unsterblichen Gegnern hat, das weiß ich. Und dass sich irgendwo ein Portal oben drauf öffnet. Nur keine Ahnung, wo oben drauf. Kann an vielen Orten sein. Aber hier kann man ja auch nicht nach oben drauf. Hm. Vielleicht müssen die Hebel auch alle nach oben. Ich bin mir gerade unsicher. Ich such mal ganz kurz mal ein Video nebenher und schau mir das noch an. Ich habe das noch nicht gesehen vorher. Aber ich will jetzt nicht zu viel mich spoilern lassen. Ich muss aufpassen, dass ich keine Geräusche hier zulasse. So.
Okay. Also Hebel nach unten ist richtig. Das kann ich schon mal sagen. Okay, ich sehe es. Wir müssen irgendwo einen Gegner töten, der hier gespawnt ist. Ich weiß noch nicht genau, wo der ist. Hier unten vielleicht? Oh, ein Genius oder sowas war das, glaube ich. Ah, ich höre was. Da ist er. Den müssen wir töten. Was? Nicht, dass ich das überlebe. Der hat ein Fragezeichen-Level. Aua, der tut ordentlich weh. Töten tut er mich nicht. Hi, Liam. Sehr vorsichtig sein, er kann mich mit zwei Schlägen töten. Dieses Geheimnis hat es echt in sich. Jetzt öffnet sich wohl irgendwo ein Portal. Hm, seltsam. Ja, da war der Hinweis. Hm, seltsam. Irgendwo hat sich jetzt was geöffnet und wir sind zu schwer. Wir sind zu fett. Oh mein Gott. Story of my life. So. Okay, dann. Ich wollte gerade noch irgendwas machen. Was wollte ich mal machen gerade? Außer wegschmeißen. Ich wollte irgendwas machen. Na egal. Ah, reparieren wollte ich. Reparieren.
So. Das hat sich da oben drauf ein Portal geöffnet, oder was? Ich speichere mal ab. Nee. Da oben sehe ich nichts. Oh, ich sehe es. Da hinten, seht ihr es? Ich sehe es. So, jetzt aber. Ich hab Controller-Drift irgendwie. Keine Ahnung, wo das herkommt. Da vorne, da ist ein Portal. Dann geht's dahin. Auf. Interessant, Leute. Ich war da noch nicht drin. Ich habe noch keine Ahnung. Ich war noch nie durch das Portal gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ich habe es nur gelesen. Ich habe dann aufgehört zu lesen, als ich das mit den drei Hebeln gelesen habe. Deswegen wusste ich das mit dem Genius gerade nicht. Das ist ein Wolf, okay. Oha, Leute. Auf geht's. Potato Pet auf der Suche nach Geheimnissen. Wir sind da, glaube ich. Ja, wir sind hier. Ich sehe es an der Minimap. Da, wo wir die Sachen gelootet hatten unten. Aber jetzt kommen wir hier rein, in den Turm. Interessant. Uiuiuiuiui. Die Frage, welche Richtung geht man runter? Ist es egal? Scheinbar ja. Beim einen wären wir tiefer gefallen, wären vielleicht tot gewesen. Ich speichere nochmal ab, nur sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Unsterbliche Gegner, das habe ich gelesen. Das die unsterblichen Gegner? Scheinbar ja. Nicht schlecht. Ja, die sind unsterblich. Definitiv. Lass uns hier erkunden. Noch mehr, natürlich. Was macht da ist das Ding. Dafür habe ich einen Screenshot auch gesehen. Das sind die Linien, die es auch in Cyberpunk gibt, bei den Mensch-Dingen. Und diese Symbole drumherum sind wohl auch irgendwie wieder mit diesem Hexcode irgendwie in Zusammenhang. Dahinter ist wohl nichts, habe ich gehört. Also Leute haben das schon nachgeschaut, ob dahinter was ist. Alter Schwede. Und es gibt ja im Cyberpunk auch diesen, wie hieß es nochmal, Arasaki? Arasaki hieß das, glaube ich, ne? Gibt es im Keller ja auch diese Gegner, die unsterblich sind. Und das soll wohl irgendwie eine Andeutung darauf hin sein. Eieieiei. Aber hier sind die Kristalle. Die kenne ich, die kann man mit Art betätigen. Du hast das Ende der Welt erreicht, okay? If you say so. Mein Gott. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht in die Richtung.
verdattert. Verdammt. Warum macht er das in die falsche Richtung? Das verstehe ich nicht. Was soll das? Warum geht das nicht? Nicht gut. Jetzt könnte ich Triss mit einem ihrer Portale gut gebrauchen. Natürlich macht das nicht auf das Ding. Jetzt könnte ich Triss mit einem ihrer Portale gut gebrauchen. Okay, Nummer 1 ist aktiviert. Verdammt. Nicht gut. Oh, da ist ein Portal, okay. Lass uns mal ganz kurz erstmal umschauen, bevor wir durchs Portal gehen, ob ich noch irgendwas sehe. Ich sehe nichts Besonderes hier, ne? Scheiße. Oh, jetzt sind wir hier. Okay. Das Geräusch gerade war aber komisch, aber dieses Geräusch, als hätte ich irgendwas falsch gemacht oder so. Was weiß ich. Keine Ahnung. Aber das ist es. Ich meditiere mal ganz kurz eine Stunde. Das Ding ist aber noch da, ne? Falls ich das später nochmal erkunden möchte. Wo war es denn nochmal? Hm. Ich glaube, das Portal ist zu jetzt, ne? Vorhin habe ich es direkt gesehen, als ich hier oben war. Jetzt sehe ich es auf einmal nicht mehr. Ah. Komisch. Na gut. Was ich auch noch gelesen hatte, ist, dass wenn man hier, Moment, ich versuche jetzt mal ganz kurz aus, wenn man aus der Welt rausläuft, dann wird man ja wieder zurück teleportiert. Dann soll er wohl auch auf den Turm teleportieren können. Und wenn man das alles mit den Hebeln nicht gemacht hat, dann landet man dann wohl auch auf dem Turm und dann ist da unten nichts. Auch nicht das Easter Egg, lustigerweise. Es ist da wirklich keine Gegner und nichts. Lange Reise. Ne, klappt nicht. Lüge! Die Leute haben gelogen im Internet. Wer hätte das nur gedacht? Ja, interessant. Das war noch ein süßes kleines Easter Egg, oder nicht? Ich bin gespannt, worauf das alles quasi hinausläuft. Da wird es bestimmt noch mehr Informationen, also mehr zu entdecken geben. Sachen, die man jetzt nicht entdecken konnte. In dem Stress, den man da unten hat. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es irgendwas geben wird, weil, denk mal drüber nach, warum packen die da Gegner hin, die unsterblich sind? Um einen zu stressen. Damit man keine weiteren Geheimnisse dort unten finden kann, weil man die ganze Zeit gestresst ist. Klar, du kannst einfach einen God-Mode anmachen oder ich glaube, du kannst die nicht per Konsole töten. Ich habe gelesen, die sind komplett unsterblich. Selbst über Konsole kann man die nicht töten. Was weird ist, also eigentlich ist, ja. Also es gibt bestimmt dann eine Möglichkeit mit Mods das zu machen.
Da bin ich mir relativ sicher, dass es das geben wird. Ich bin gespannt, was da Leute noch rausfinden werden zu. Halt! Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Graben! Du wirst es nie lernen. Hier sollte noch irgendwo ein bewachter Schatz sein. Laut Internet. Bam. Ist aber nix. Plätze, komm mal her. Wir müssen mal ganz kurz reiten. Vielleicht finden wir das ja doch noch. Und dann geht's noch Skellige im nächsten Part, keine Sorge. Also, wir machen die Quest mit Rittersprung noch zu Ende und dann geht's noch Skellige. La 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 la. Los! Ich hätte mir vorstellen können, dass es hier irgendwie ist, in dieser Einbuchtung. Aber da ist nichts. Ich kann noch mal ganz kurz im Internet gucken, dann haben wir wenigstens das Ding abgehakt für mich. Witcher 3 Interactive Map. Also es kann natürlich sein, dass das irgendwie mit bewachter Schatz ist, der tatsächlich erst mit der Geschichte, wenn es weitergeht, irgendwie das spawnt. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oh, wir sind sogar genau richtig. Genau hier soll einer, soll der sein. Langsam. Genau hier. Vielleicht ist irgendeine Nebenquest, also die das spawnt. Keine Ahnung, aber der soll genau hier sein. Genau in diesem Ding soll das sein. Ha, interessant. Na gut. Los, lauf! Gut, dann wollen wir mal Richtung Novigrad und dann wollen wir ja die Quest mit Rittersporn machen. Und dann geht's nach Skellige. Da haben wir nichts mehr zu erledigen. Weiter so, Plätze. Meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.